Leute, willkommen zu einem neuen Game. Und zwar zocken heute Rebo and Endless Dawn. Und ja, was soll ich sagen? Sieht hier schon mal echt extrem geil aus. Die ganzen Texturen sind richtig gelungen. Und ich vermute, so gut wie das Spiel aussieht, wird es auch tierisch an Grafikpower ziehen. Und ja, lassen wir uns überraschen, ob das Ganze auch flüssig läuft und ich das auch sogar aufnehmen kann. Ja. Ich würde sagen, starten wir direkt und lassen uns überraschen. Viel Spaß! Ah, ich soll meine Hände scheinbar hier. Stecken wir die Teile mal irgendwie zusammen. Oh, geht automatisch. Oh, okay, eine kleine Drohne. Hi. I recall this place. This chamber. It's familiar. Schade, dass wir nur Arme haben und keine Beine. Okay. Wir werden komplett überwacht. Und wenn wir das sind, sehen wir auch nicht mehr aus wie so ein Mensch, ne? Sind wahrscheinlich komplett umgebaut. Halb Mensch, halb Android. Okay, wir sind auf irgendeinem Planeten. Okay, das sieht aus wie ja, entweder Bomben oder sind das irgendwelche Kapseln, die runtergehen. Wo sind wir ja in so einer Kapsel? Eine Roboterhand, eine normale. Okay, die Controller vibrieren. Also irgendwas passiert jetzt hier. Aber wenn jetzt alles so genial aussieht, kann es echt was werden. Okay, wir sollen wahrscheinlich hier dran ziehen. Okay, wir wurden irgendwie rausgeschmissen gerade. Oh. Ah, guck, da sind die Kapseln. Oh, sieht voll genial aus. Okay, let's go, let's go. Aber mit der Beleuchtung stimmt was nicht. Wenn ich durchs linke Auge gucke, sieht der Kopf dunkel aus und so sieht er leicht hell aus. Das irritiert ein bisschen. Aber ist jetzt noch nicht mega schlimm. Also bei dem ist das schlimmer. Die Haare sind rechte Auge blond. Da sind die dunkelgrau. Also okay, da müssen wir nacharbeiten. Das geht gar nicht. Very good. Aber es sind nur Kleinigkeiten. Da haben wir mal einen dicken Oschi hier. Okay, irgendwelche Aliens. Boah, da liegen die Gehirn. Fetzen. Kann ich mich auch bewegen, oder? Jetzt kommen sie von links auch. Ich will aber kein Zielfernrohr oder so haben. Nachladen. Also kann ich ja nicht zielen. Also man kann nur wirklich aufhalten und gucken, wo man die Schüsse landet.
Wow. Okay, der Nahkampf ist ja nicht schlecht. Und ich würde mich gerne bewegen können. Aber geht nicht. He flinched like a Cub Scout. Looks like they'll call anyone a soldier these days. All right, listen up. 3 miles to the target area. Use your go-grabs, but stay to the main road. Oh, sieht schon genial aus, ey. Aw, loosen up. We're all on the same side here. Okay, was hat der jetzt gemacht? Können wir das auch? Hold down the trigger button on the left. Position the hook at intended location and press the left controller trigger. You'll be launched first. Okay, was sind die Fortbewegungs? Here's the magazine supply point. Press and hold the left grip button to pick. Come in, private. This is Sarge. What's your 20? We've got heavy okay, man braucht die einfach nur zum Körper ziehen. Mehr als 600 geht schon gar nicht. Over. Okay. Private, activate the first beacon ball. Remember to follow the numerical order of the projections. Copy that, Sarge. Over. Was jetzt damit? Oh! Oh Gott, jetzt muss ich nachladen. Toll. Oh, wir bewegen uns mal weg. Rechtsviecher. Oh Gott! Ein bisschen. Bisschen creepy. Was müssen wir denn jetzt hier mitmachen? Okay. Okay, der hat jetzt irgendwas gescannt hier, der Ball, oder? Kann man nicht nochmal nehmen, okay. Boah, überall sind diese scheiß Viecher, ey. Er wollte sich von hinten anschleichen, oder? Wow. Euer Ernst? Klappt ja. Oh Gott, ey. Überall sind diese Viecher. Oh, jetzt ruckelt es gerade. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Ball hier machen soll. Man sieht nicht, ob man den weiterwirft. Camp of elite troops attacked by the bugs. Once you arrive, we'll take
Copy that, Sarge. Over. Für ein Riesenteil. Ich kann nicht schießen. Boah, das ist schon krass. Alter. Okay. Ja. Keep up! Monk, into position! Also hier soll ich noch Locomotion haben. These goddamn bastards! They don't give up! Search the ammunition spot and replenish your ammo. Ja, genau, ich muss nachladen. Oh, danke. Aber meine Kollegen helfen mir auch. Komm mal. Da kommt wieder was. Are not skilled with these weapons. It's obvious they do not belong to them. Oh, die mit den Waffen stecken schon viel ein. Ja, ich muss mal aufladen. Also das Ziel ist nicht so doll. Natürlich auch sein. Aber ich sehe hier keinen Vielzellenrohr, man kann hier nichts machen. Außer das Telefon, ne? Okay. Nachladen, nachladen. Okay, let's go. Let's go. Move out, boys. Ein bisschen hakelig, obwohl ich auf Low stehen habe. Aber sieht auch echt fantastisch aus. Aber das Teleport-System, das gefällt mir nicht wirklich. Sarge, that's a member of the elite force. Nur noch vier, ne? Oh my god, what the hell is that freak? Woo, can't hit me. Ich kann mich nicht teleportieren, noch nicht. Ich will nicht wieder alleine bleiben. Oh, da kommen sie schon. Schon cool, dass man hier nicht alleine ist.
Also das bemängel ich auch oft bei Spielen. Und hier hat man echt mal yes. Schon mal positiv. Structure in the distance doesn't appear to be a normal building. It appears exactly. To be some kind of terror. Everyone keep a close eye on the beam. Something tells me it's dangerous. You see those huge craters? The bottom seem to have some sort of energy. Is this an earthquake? I can't keep my balance. Gabby, that's enough of your bullshit. Everyone, move out. Where's the road? Shit. There's no way to get through. I have to find another way. These floating devices. I can take a big one. I just felt an electrical shockwave. It looks like I can head up that way. Ja, auf den Dingern darf man nicht so lange bleiben. Kann man Headshot verpassen? Ich muss mal kurz Munition nachsammeln. So, jetzt sind wir wieder voll. Hier mal hoch, okay. Also die Waffe bleibt echt stabil, sobald man hier hinfasst. Man muss aber nicht die Grip-Taste drücken. Finde ich ein bisschen blöd. Ich habe lieber, wenn ich die Grip-Taste halten kann und dann wirklich weiß, okay, ich halte gerade die Waffe. Aber okay. Kann ich jetzt meine Waffe wieder? Ich möchte meine Waffe wieder haben. Hallo. Ohne Waffe sind wir ein bisschen am Arsch, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist. Naja, gehen wir mal. They don't hear you. They don't see you. You are the angel of death. Ob jetzt irgendeine außerirdische Kreatur mit uns redet? Sarge, copy? I can't see what's ahead of the enemy. But it looks like he killed a bunch of our guys. Watch your fire. Keep your eyes peeled. We're still surrounded by the bugs. Keine Waffe. They don't see you, I doubt you. The statue. Kill, kill, kill,
kill. Endless killing. This is your call. Kill, kill, kill. Slaughter. What is this tireless place? There is no end. Only killing. Mere machines like me. To sell. Okay. Wurden teleportiert, oder? Was ist jetzt? Gib mir die Macht! Ach du Scheiße! Boah, was geht jetzt? Ist auf jeden Fall nur eine Vision, oder? Sonst sind wir jetzt am Arsch. Boah, ist echt cool gemacht. So ein bisschen was nach von ja. Ein Film, den man so beiwohnen, ne? Ein bisschen mitmacht. Interaktiver Film. Kannst du mir denn was ausleihen, Junge? Okay, das ist irgendein Vieh, was dir auch ausgerottet hat. Man blickt da nicht so ganz durch, ne? Ja, mein Gott, da fühle ich mich schon sicherer. Well, but how do I get down there? Jetzt geht's rund. Und los, hab ich mir gedacht. Wow. Right on time, Private. Stay alert. Kill these bastards. Don't let these fuckers get away. It's an interstellar guinea pig. Was soll das denn da rein zu laufen? Boah, die kommen ja von allen Seiten. Wahnsinn. Look, it's the big pole. Hey, get off my head! It seems to be sending out some sort of signal. Here comes another wave. It's all you, Private. Okay, das war's. Was ist jetzt? Ich hab Standbild. Look, it's
the big pole. Okay. Hey, get off my head! He seems to be sending out some sort of signal. Here comes another wave. It's all you, Private. Boys, dann move wir mal. The fog is thick. Close formation. Keep alert. Nicht abschießen oder so. Ich dachte, man hätte ihn befreien können. Stop. Take point, Monk. You and the private go this way. Gabby, keep on my six. Jetzt habe ich diesen Effekt wieder hier mit den Haaren. Das so ein bisschen Gehirn fehlt dann. The shield. Whoa, Private! When he gets close, rip off his shield with your tactical hook. Tactical hook? Fire the tactical hook to grab distant objects like this shield. Ach so. Grab the shield. Awesome! Ah, cool. Also man kann sich nicht nur damit fortbewegen, sondern auch diese Schilder wegreißen. Sarge, Monk and I are covering you. We got more bugs ahead. Let's not disturb them. Private, use your scope. Haben wir doch so ein ganz kleines Visier. Move the controller to the barrel of the weapon. Press the grip button. Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Oh. Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Huh? Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Ja, und jetzt? Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Ich bin noch direkt drauf. Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Ah, funktioniert ja mal, Leute. Move the left controller to the barrel of the weapon. Press sniper mode will auto aim to the enemy's head. Move the left controller to the barrel of the weapon. Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Sniper mode will auto aim to the enemy's head. Sniper mode will auto aim to move the left controller. Funktioniert mal gar nicht. Your marksmanship is impressive, but your breath is your uncertainty. Also, das war mal ein Sniper Mode. Leck mir am Arsch. Okay, let's go, let's go. Move out, boys. Here we are. Reading for the kill these bastards. Don't let these fuckers get away. Nobody get in my way.
have gas. Okay, das war einer. Wenn das Visier noch funktionieren würde. Here comes another wave. Ich brauche Nachladung. Zeug. Aber da kommt nichts. Scheiße. Oh, ich bin down. Okay, dann würde ich erstmal sagen, wartet erstmal hier mit dem Video. Oh. Ja, ich würde sagen, echt cooles okay, Game. Erstmal, Move out, boys. Wirklich hat was von einem interaktiven Film. Grafik ist genial und ja, ist so Wave-Shooter, klar. Es kommen immer irgendwelche Wellen, aber echt ein genialer. Also schön verpackt das Ganze, sieht gut aus. Muss natürlich auch noch ein bisschen an der Performance gearbeitet werden. Es ruckelt schon ziemlich und ich glaube, es steht alles auf Low bei mir. Nichtsdestotrotz, echt cooles Game, ich find's gut und ja, schaut echt mal rein, vielleicht ist das auch was für euch. Ja, erstmal danke fürs Zuschauen und Daumen nach oben, Abo direkt draufhauen wäre geil und ja, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert über die neuesten Videos. Ja, ich würde sagen, noch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.